Ja, hey Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Forest Venture. Mein Name ist Tim. Und ich bin Paul. Ja, und heute gibt es ein Review. Und zwar von diesem Produkt. Ja, und ich würde sagen, legen wir los. Die Handkettensäge wird in dieser Tasche geliefert. Die Maße der Tasche betragen 11,5 x 9 cm. Die Tasche hat hinten eine Schlaufe für den Gürtel und hier vorne einen Clipverschluss, den man ganz einfach aufmachen kann. Dann mitgeliefert wird einfach mal ein Feuerstahl, mit dem man Feuer machen kann. Und dann noch die Säge selbst. Das Gewicht der Handkettensäge beträgt 150 Gramm. An den zwei Enden der Kettensäge sind zwei Handschlaufen aus Nylon gefertigt. Auf einem der beiden ist das Logo noch zu sehen. Und ja, die Kette ist aus Carbonstahl. Die Länge der Kette beträgt 65 cm. Die Länge der beiden Nylonschlaufen betragen jeweils 20 cm. Die Kette ist also insgesamt 105 cm lang, inklusive den Nylonschlaufen. Die Kette besitzt 33 Zähne. Man hat auf die Kette 2 Jahre Garantie. Die Handkettensäge kostet momentan auf Amazon 15,99 Euro. Link zu der Kette ist natürlich in der Videobeschreibung. Ja, ihr könnt gerne euch das mal anschauen. Okay, machen wir weiter mit dem Produkttest. So, beginnen wir mit etwas dünnerem. Ja, jetzt stapp's voll durch. Also am Anfang geht's recht gut rein, aber am Ende ist dann ziemlich ein Hinterhergereise, weil es sich dann verkantet. Ja, legen wir los mit einem weiteren Test. So, also wie schon im Test davor, die Kette anfangs geht sie super durch, aber am Ende verkantet sie dann immer ein bisschen. Ja, ist aber jetzt nicht allzu schlimm, weil man dann eigentlich den Stamm oder was man halt sägt, einfach durchtreten kann oder dann so zerbrechen kann. Ja, jetzt steigern wir uns einfach immer ein bisschen mehr, ein bisschen dicker und ja. Hier ist der Baum und bei größeren Sachen würde ich das auf jeden Fall empfehlen. So, jetzt teste ich mal kurz den Gratis-Feuerstahl und ja. Alter Vater. So, jetzt wäre schon das Feuer an. Also theoretisch, wenn man da jetzt nichts anstrengen würde, aber das ging doch mal schnell. Ja Leute, jetzt übertreiben wir mal richtig und ich versuche diesen Baum jetzt zu legen. Ganze zwei Sekunden. Ja, jetzt gerade rein. Ja. Ja. Ich bin voll gegen gelaufen.
Leute, jetzt kommen wir zu unserem Fazit von der Säge und von dem Feuerstahl. Ja, ich fange mal mit dem kleineren an. Erstmal die Tasche ist nicht ganz so gut verarbeitet. Also ja, der Stoff ist schon okay. Ist halt innen ja, ein wasserdichter Stoff, also zumindest wasserabweisend. Dann mache ich mal kurz mit dem Feuerstahl weiter. Für Feuerstahl ist eigentlich echt gut. Hat eigentlich relativ, also hat schnell Feuer gemacht. Hat gute Funken gestrikt. Und ja. Genau. Dann mache ich weiter mit der Säge. Und zwar an sich, die Säge kommt schon geölt zu dir nach Hause, wenn du sie bestellst. Sieht sehr gut verarbeitet aus. Die Säge, also an sich die Säge, Zähne und so. Das Einzige, was mir nicht so ganz gut gefällt, was ich aber noch sehen lässt in den weiteren Tests, sind diese Bänder. Die sehen jetzt nicht so ganz gut verarbeitet aus. Die fransen hier schon aus, da reicht schon manchmal die Nähte. Jetzt mal sehen, ob das noch so lang hält. Und die werden halt ungemütlich, wenn man da eine Weile sägt. Ja, aber ich denke mal so, die Macher haben sich dabei auch was gedacht und ist halt kleines Packmaß, leicht dabei, günstig zum Produzieren, weil besser als Leder, also wegen, weil Leder ist teuer, schwer und ein bisschen sperrig. Deswegen denke ich mal, haben sie auf so Nylon zurückgegriffen. Aber ist jetzt nicht schlecht. Ich denke, man hat ja 2 Jahre Garantie, dann kann man es ganz einfach zurückschicken. Deswegen ist es kein Riesenkritikpunkt. Ja. Also mein Fazit, ich würde die Säge auf jeden Fall weiterempfehlen für alle die hier draußen einfach mal schnell was sägen möchten, an größeres Material zum Feuer machen oder zum Beispiel sich ein Brettchen zu bauen. Und ja. Also abschließend kann man auf jeden Fall sagen, für dünnere Sachen bis zu der Größe nicht unbedingt so arg zu empfehlen. Da ist eine Klappsäge, wenn man den Platz im Rucksack hat, deutlich besser und schneller. Aber für groß, also für einigermaßen größere Sachen auf jeden Fall zu empfehlen. Mini-Packmaß und geht echt schnell. Genau. Also der Baum, das ging jetzt schon. Die Aufnahme ging 6 Minuten und wir haben nicht durchgedüngt. Und für so einen, also der war ja schon, der Baum war so dick. Ja, schaut auf jeden Fall nochmal in die Infobeschreibung, da ist auf jeden Fall alles verlinkt. Ja, den Hersteller gibt es auf jeden Fall, also Brüster gibt es auf Amazon. Da ist der erste Link in der Videobeschreibung. Und ja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angelangt. Ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal, Leute, bis zum nächsten Mal, haut rein. Ciao, ciao.